Auf dem letzten Jahr. Verlieren! Für dich ist kein Freier auf Tochter Autos, ne? So, Männer, komm, schön. Sag mal. Was ist das denn hier? Kevin, du bist doch Veganer, ne? Hast du mir hier Eier? Das sind Kartoffeln, Mensch! Ja, Ostern steht vor der Tür im Lockdown, ne? Da überlegt selbst Jesus, ob er mal hängen bleibt. Wir haben ja im Verein einen eigenen Osterhasen. Das ist das Karnickel vom Platzwart. Das heißt Benzinhasenmeer. Ne? Das grast auf jeden Fall mehr ab als die Trümmertruppe hier. Stefan! Ostern fällt bei dir dieses Jahr aus, ne? Du hast ja überhaupt gar keine Eier! Die Bundesliga wird Ihnen präsentiert von Haseröder. Ja, passt ja zu Ostern. Spitzenspiel Leipzig-Bayern. Ne? Bayern leider ohne Lewandowski, aber mit Trainer Hasi Flick. Ne? In München kommt also dieses Jahr nicht der Osterhase. Nee, die fahren zu den Ossi-Hasen. Ne? Na, Leipzig. Gott. Hoffentlich machen die Leipziger in ihren Osterkaffee nicht nur Red Bull. Ne? Dann merken die nach 10 Minuten Spielen, dass sie erst beim Aufwärmen sind. Leipzig und die Schale. Ist klar, ne? Was haben der Osterhase und die Meisterschaft von Leipzig gemeinsam? Keiner glaubt an sie. Stefan! Bei dir ist jeden Tag Ostern, ne? Du suchst immer was. Deine Hose, dein Trikot, deine Form. Mann, ey! Ja, die Leverkusener werden den Schalkern auf jeden Fall wieder ein paar Eier ins Nest legen, ne? In Gelsenkirchen ist es sogar so, ne? Trifft da ein Ei auf den Osterhase, sagt das Ei, meinst du, für dich werfe ich mich jetzt noch mal in Schale, oder was? Aber es gibt ja immer noch so ein paar Trottel, ne? So wie Gazprom, die schmeißen da noch mal richtig Kohle rein, selbst für die zweite Liga. Hier, ey. Hermann, hast du Plastikteile in der Schokolade gefunden, ja? Dann hör mal auf, ein Überraschungsei zu nuckeln und konzentrier dich aufs Spiel! Mein Hermann hat letztes Jahr an Ostern 240 hier von diesen Eiern gefressen. Ne? Natürlich Zahnschmerzen gekriegt, war klar. Ne? Kommt er zum Zahnarzt, der Zahnarzt so, boah, sie haben aber viele Blompen. Ja, stellt sich fest, der Hermann hat das Papier nicht abgemacht. Ne? Und diese Alufolie hat sich so in die... Kevin, deine Spielweise bei dem Wetter, ne? Gehst du morgen in den Knast, dann ist es einfach frühlingshaft, ey. Ja, wie mein Opa schon immer gesagt hat, ne, wer sich Ostern an den Eiern spielt, hat Weihnachten Bescherung. Ne, ist es an Ostern schön und warm, frisst dich die Verwandtschaft arm. Ja, das fällt dieses Jahr zum Glück auch aus. Ne? Ach ey, ich wäre ein Huhn, dann hätte ich viel... Ferdinand, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison! So, ihr Kanonenköppe, ich wünsche euch frohe Ostern oder wie ich immer sage, dicke Eier Weihnachtsfeier. Ne? Kommt ein Huhn in den Elektroladen und sagt, ich hätte gerne eine Legebatterie. Zwei Hühner stehen vorm Schaufenster, gucken auf Eierbecher, sagt die eine zum anderen, hier, guck mal, was die hier schöne Kinderwagen haben. Denkt immer dran, du ist nicht schlimmer als ein Zweikampf. Ja, Mann! Willst du ein Ei, ja? Fahren!